Helene Fischer, ist sie eifersüchtig auf Florians Neue? Bei den Schlager-Champions 2024 amüsierte sich Florian Silbereisen prächtig. Diesmal allerdings nicht so sehr mit seiner Helene. So abseits der großen ARD-Show, fast unbeobachtet in ihrer Garderobe, wirkte Superstar Helene Fischer, 39, irgendwie traurig. Hatte sie sich ihren Auftritt bei den Schlager-Champions 2024 anders vorgestellt? Zweideutigkeiten und Vertrautheit mit Beatrice Eli. Hübsch hatte sich Helene wieder einmal gemacht, als sie nach längerer Zeit kürzlich bei ihrem Ex Florian Silbereisen, 42, auftrat. Mit ihrem Lächeln und ihrem Charme wirkte es so, als wolle sie nicht nur die Bühne, sondern auch ihren Florian abermals ganz für sich einnehmen. Doch diesmal war alles anders. Ihr Florian schien nämlich nur Augen für Beatrice Egli, 35, zu haben. So knisterte es gewaltig zwischen den beiden, als sie mit ihrem gemeinsamen Song vor laufender TV-Kamera sogar im Bett landeten. Hast du Lust auf eine kleine Kissenschlacht? Fragte der Showmaster Beatrice mit einem verräterischen Grinsen. Ich hab immer Lust, antwortete die kecke Schweizerin gewollt zweideutig. Beide legten sich in die Kissen, berührten sich zärtlich und zogen zuletzt die Decke über den Kopf. Oh la, la. Ganz schön heiß. Ist Helene Fischer eifersüchtig? Trotz der Trennung vor 6 Jahren könnten diese Szenen für Helene ein Schock gewesen sein. War es ein kleiner Seitenhieb von Florian? Schließlich ist sie mittlerweile happy mit Tänzer Thomas Seitel, 39, ihrem jetzigen Ehemann. Auch bei seinen TV-Sendungen unterstützte sie Florian lange nicht mehr. Und, statt wie früher immer von seiner lieben Helene zu schwärmen, sprach der Showmaster diesmal sehr verhalten von ihr. Wir haben öfter immer mal wieder telefoniert, verriet er knapp. Ah ja. Scheint, als sei der Kontakt deutlich weniger geworden. Fast schon schüchtern fragte Helene vor Millionenpublikum, kommst du wieder auf nen Kaffee vorbei, ne? Ob er das Angebot wohl angenommen hat.